Guten Morgen aus Philippinen. Der Tag Nummer 1 beginnt heute. Das ist ein bisschen sehr viel Enthusiasmus gewesen. Guten Morgen aus Bohol. Wir sind hier auf den Philippinen gestern angekommen, ziemlich fertig gewesen. Sind immer noch ein bisschen. Bisschen müde, ja. Haben gestern noch sehr lange geschlafen, haben wir auch gebraucht. Heute machen wir uns einen ersten Ausflug auf die Chocolate Hills. Und vielleicht noch zum Tasia Park, zu diesen kleinen, faustgroßen Äffchen. Ganz süßen Äffchen. Den Glubschaugen, die kennt ihr vielleicht schon. Dazu nehmen wir keine Tour und auch keinen privaten Fahrer, sondern wir versuchen mit Bus, Tricycle und den ganz normalen Weg dahin zu kommen. Wie die Locals halt so machen. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Erste Mission, wir brauchen so ein kleines Motorrad, das uns zum Busbahnhof bringt. Ja, mal schauen. Schauen wir mal, was draus wird. Bis gleich. Also, erstes Ziel erreicht, die Island City Mall. Hier ist die Busstation. Und jetzt ist die Aufgabe, den Bus zu finden, der Richtung Carmen fährt und da an die Chocolate Hills. Mal gucken. Da drüben sollte es soweit sein, ne? So, nächster Stopp, also Busbahnhof. Und jetzt nehmen wir so einen Localbus und fahren Richtung Carmen. Fährt wie eine gesenkte Sau. Und durch diese Straßenplatten hier puppelt das alle Sekunden. Viele Kurven, es geht steil nach oben und ich sitze ganz hin. Was da wohl gleich passiert? Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir... Wir sind da! Hat ja auch nur 2 Stunden gedauert und 60 Peso pro Person, die kostet hierher zu fahren. Jetzt müssen wir nochmal hochlaufen, Eintritt zahlen und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Los geht's! Und es wird aufgehört zu regnen, das heißt, wir können die ganze Sache auch nochmal im Trocknen genießen. Ich dachte, wir werden klitschnass da oben gleich. Ist nicht. Glück gehabt. Dann brauchen wir dringend ein Klo. Ein Klo ist benötigt. Ein Klo wird benötigt. Ja, ein Klo ist gefunden. Die Explosion wurde also verhindert.
Eintritt habe ich auch schon bezahlt, das kostet 50 Peso pro Person, das ist noch nicht mal ein Euro. Dafür haben wir jetzt einen ganzen Bogen Briefmarken bekommen. Dann dürfen wir jetzt den Hügel da hochlaufen. Was ja schon wieder komisch ist, dass das Ticket so groß ist und aus ganz vielen kleinen Tickets besteht. Die jeweils 5 Peso kosten. Ich glaube, wir haben mal wieder etwas mehr gezahlt, als man eigentlich als Local bezahlen würde. Was ist da passiert? Los geht's! Ja, ein Stück laufen. 5 Minuten, 10 Minuten läuft man da wahrscheinlich. Und dann kommen die ganzen Vans jetzt hier vorbei, die die Touren machen. Mit den Chinesen und den anderen. Und die sind dann alle gleichzeitig mit uns da oben. Wir müssen halt ein bisschen warten, bis die wieder weg sind, damit wir das Ding mal für uns haben. Ja, aber geht. Also wir sind oben. Und auch viele, viele andere Leute sind oben. Ich dachte, wir sind schon ganz oben, aber guckt euch das mal an. Da laufen die Chinesen alle schön die Treppe hoch. Eieiei. Take it slow. Don't get in your way. Keep it moving. At the pace of every weather, look within. And don't forget you are surrounded by the wind. As it rushes in your lungs. Oh, honey, you are part of the moon. Precious cave. Don't forget there is unknown inside you. Don't turn away from yourself by being like somebody else. You are tide crashing over and call of the mountains in your darkest tunnels. Where your light comes from. So take it slow. What you long for is on its way, and don't stop reaching. Taste the sound of every color deep within. Let your wild be uncaged, run with the wind, and rush into its lungs. Oh, honey, you are born of the moon, precious cave. Don't forget there is unknown inside you. Don't turn away from yourself by being like somebody else. Also, wie sind diese Hügel eigentlich entstanden? Santa verrät euch jetzt mal die Theorie Nummer 1. Naja, die heißen Chocolate Hills, aber die sehen nicht nach Schokolade aus. Ja, also süß sind die nicht, aber wegen der Farbe, dass die braun ist, im Herbstzeit ist sie immer noch besser. Macht so eine braune Farbe, deswegen heißen sie Chocolate Hills. Ja, aber wie sind die entstanden? Das weiß ich gar nicht. Alles Plastikflaschen. Und da hat jemand Erde drüber gekippt. So viele Plastikflaschen. Ja, war es so gewesen oder? Das ist meine Theorie. Tja. Und deine Theorie? Keine irgendwie weiß, wie das entstanden ist. Steht auch leider nicht hier drauf. Dann kann mir ja auch keiner beweisen, dass meine Theorie nicht stimmt. Glauben wir es dann, ne? So einfach ist das, so entsteht die Wahrheit. Kleine Mittagspause. So, jetzt sind wir am nächsten Stopp. Nummer 2. Das ist der Tarsier Conservation Forest. Ein ganz süßes kleines Äppchen. Zu groß und wir gucken mal, ob wir einen finden können, ja? Und da ist auch schon der erste. Das sind so Dauerschläfer wie ich. Take it slow. Don't get in your way. Keep it moving. At the pace of every weather, look within. And don't forget you are surrounded by the wind. As it rushes in your lungs. Oh, honey, you are part of the moon. Precious cave. Don't forget there is unknown inside you. Don't turn away from yourself by being like somebody else.
2 zu lecker ist, habe ich mir gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 bestellt. Nein, natürlich, eine gehört nur uns. Naja. Oh, ihr habt bestimmt die Äpfchen gesehen, die sind so süß. Und das sind die kleinsten Äpfchen auf der Welt und sind nur 9 bis 16 cm groß. Ja, wie ein Faust. Und vom Gewicht her können sie, glaube ich, nur bis 150 Milligramm schwer sein. Nee, Gramm, nicht Milligramm. Das sind dann eher Briefmarken. Ja, sorry. Und die haben ziemlich große Augen und die sind größer als ihr Gehirn, wiegen auch mehr als ihr Gehirn und deswegen haben die kleinen Racker noch nie was erfunden. Aha. Ja. Leider so halt, fanden wir so ein bisschen schade, dass durch die Naturregeln so viele Chinesen können auch nicht so nähen. Oder auch die selber Philippinen. Die können auch nicht leider leise sein, weil die muss einfach leise sein, weil die Äpfchen auch sterben können, weil sie. Die bringen sich selbst um, wenn die zu viel Stress haben. Die hauen dann mit dem Kopf gegen den Baum und dann ist es vorbei. Nichts mehr mit Äpfchen. Es gibt hier nur 30 Äpfchen in dem, ich sag mal, Zoo. Und die anderen sind in anderen Reservaten. Aber insgesamt gibt es nur 130 Stück weltweit. Und das ist hier auf den Philippinen und in Sulawesi. Ja, und noch ein interessanter Fakt war, dass, also gibt es hier 2 Sanctuaries. Und eigentlich sollte die beste. Das ist wohl das, naja, man, jeder wird von sich behaupten, dass es das Beste ist, aber es sieht immer noch aus wie ein Zoo. Aber ja, ist ein bisschen wie ein Zoo, aber... Da fährt unser Bus. Ja. Jetzt müssen wir 40 Minuten warten. Ja, wir haben Zeit, wir haben Tourismus. Ja. Wir haben Zeit, wir haben Kokos. Wir haben Zeit und wir haben Kokos. Ich möchte die Kokos probieren. Dann jetzt los. Oh. Lecker. Ja, was hast du nochmal gefragt? Was habe ich denn nochmal gefragt? Also ich habe gefragt, wie viele Tiere es gibt, habe ich gerade gesagt. Es gibt hier 30 und 20 pennen dann immer in so einer Rest Area und 10 werden ausgestellt. Und die leben nur bis 25 Jahre, oder? 25 werden, maximal. Ja. Und die können 3 Meter weit springen, das fand ich auch interessant. Ja, nachts werden die aktiv, also die essen so Insekten. Insekten, ja. Ja. Und, ja. Und die haben nur einmal im Jahr, also bringen nur einmal im Jahr ein Kind auf Welt. Aber auch nicht jedes Jahr. Naja, also maximal klappt, ne? Einmal im Jahr. Also deswegen, so viel Nachwuchs gibt es auch nicht. Und die sind dann auch sehr, sehr klein und natürlich auch sehr gefährdet dann. Ne? Ja. Schaut euch das mal an. Süßkartoffeln, das Kilo, noch nicht mal ein Euro. Avocados, das Kilo, 2 Euro. Guck mal. Riesendinger. Das Kilo, 2 Euro. Wahnsinn. Wassermelone, das Kilo, 1 Euro. Naja, das noch nicht mal ein Euro, nee. Wahnsinn. Und da hinten die Mangos, die sind so süß. So krass. Die sind zwar klein, aber extrem, extrem süß sind die. Ja, und der Supermarkt auch riesig.
Kommt aus, aus der Kutsche. Okay, bye, see you. Thank you.